corpses. Wir sind wieder draußen. Und er fragt sich gerade, frisst dieses Ding Leichen? Da steht jemand. Mikmo. Geschwächt. Was bist denn du? Wir sind erstmal draußen. Ich hole erstmal unsere Gruppe. Wir haben gesagt, das ist unsere Priorität Nummer 1. Das ist es geblieben. Und wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu Losi. Zumindest versuche ich's. Wo bin ich denn überhaupt? Da. Wo ist Losi? Oh, da ganz hinten. Da ganz hinten. Kann ich sie jetzt hier so anbinden? Was? Zielgruppe ist zu weit entfernt. Nee, kann ich nicht. Okay, dann... Da ist Kumpel. Hey, Kumpel. Hallo. Hi, Kumpel. Wie geht's dir? Oh, hey. Hey. Oh, er sucht immer noch Emmy. I thought you might be Emmy. It's not too far from here. Aber immer mit einer weißen Robe. Okay, okay. Ja, das war das. Ich reibe ihm nochmal den Ball auf. Ich glaube, ich liebe euch. Okay, dann zurück zu Losi. Auf jeden Fall. Makrelen scheint nicht da zu sein. Hätte nicht jemand Lust, für mich mal ganz kurz zu googeln, was ein Untoter essen kann? Damit er sich regeneriert. Oder wie kann ein Untoter sich generell regenerieren? Ich will jetzt hier ungern während des Spiels googeln. Da ist Ben. Nee, das ist Burro. Mit dem müssen wir auch nochmal quatschen. Und mit Ben müssen wir auch nochmal quatschen, aber erst wenn Losi wieder mit dabei ist. Hundi, genau. So, kannst du? Naja, zu weit weg. Immer noch. Ah, sorry, Internet abgeschmiert. Ach, guck mal, er ist doch noch da. Durch Gift eigentlich. Ja gut, das ist ja die Trankalternative. Aber die Normalos, sage ich jetzt mal, die können noch was essen. Das habe ich jetzt bei dem Untoten auch versucht, aber er hat dadurch Schaden genommen. Och komm schon, zu weit entfernt. Da müssen wir Losi jetzt echt abholen. Internet sagt mit Gift oder durch Säure. Kann da also nichts mal eben was schnabulieren, haben wir es können? So, guck mal, jetzt sind wir alle wieder vereint. Ach schön. So, Losi, du kannst auch gleich mal einen Happen essen. Hier so eine Orange. Und vielleicht nochmal ein Brot dazu. Ach so, du musst erstmal Happa Happa machen. Giftpilze? Oh ja, das könnte sein. Effekte unbekannt. Du kannst die doch... Ah, guck mal, kannst du das nicht herausfinden? Bovist. Du kannst doch... Lehrmeister... Lehrmeister erkennt Feinde und ermöglicht dir, Gegenstände zu identifizieren. Kannst du das nicht tun? Ich probiere es mal. Ich verzehre ihn mal. Es hat keinen Effekt auf ihn. Okay. Wie können wir denn... Was haben wir denn da oben? Waren, Bücher und Schlüssel? Zutaten, magisch? Effekt unbekannt. Kannst du das nicht irgendwie identifizieren? Untersuchen. Ja. Rohe Klumpen in rein. Man weiß es nicht. Giftpilze. Ja, ich wüsste jetzt nicht... Naja, dann heilen wir erstmal sie hoch. Das ist ja wohl... Och Mann, du isst aber langsam, Losi. Naja, dann machen wir uns schon mal auf den Weg. Da kannst du ja währenddessen essen. Reimt sich sogar. Und dann gehen wir... Oh, zum Glück haben wir es da rausgeschafft. Aber guck mal, die Leute da unten in Gefangenschaft haben also die Möglichkeit rauszukommen. Wir könnten die also da rausholen, im schlimmsten Fall. Wir müssen noch dafür sorgen, dass unser Skeletttyp ein Gesicht bekommen kann. Das müssten wir vielleicht als nächstes tun.
Aber er müsste sich halt auch mal heilen. Vergiftetes Fleisch oder so. Ja. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich dich denn heilen? Kann man sich schlafen legen vielleicht? Ich meine, rastet hiermit, wenn keine Feinde in der Nähe sind. Wir versuchen es mal. Ausgeruht. Ja, tatsächlich. Okay, wenn's... Ja, wir haben einfach mal gerastet. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Ja, cool. Speichern. Alle haben wieder volle Rüstung, volle alles. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Ganz kurz. Wir müssen gucken für Fane. Sie sagt eben, dass jemand neben Niles außerhalb der Feste. Niles. Außerhalb. Ich wollte erstmal mit Ben reden. Genau, da sind wir ja jetzt. Hi, Ben. If Anne rolls his sleeves back down, he nods at you, the shadow of a smile on his lips. Der ist nett. Good work there. Good work. I can tell you've got chops. Say, you were on the ship here with me, weren't you? Genau, wir waren mit dir auf dem Schiff. He stretches out one rough hand to shake yours. Ja, wir schütteln die Hand. He grips your hand tight as a vice and shakes it hard. Hast du Niche nur so für Twitch gemacht oder haust du die UR? Nee, ich hab's nicht aufgenommen. Niche habe ich nicht aufgenommen. Ich finde, wir sollten, wenn wir schon Divinity jetzt auch für YouTube machen, für YouTube vielleicht, für Twitch auch was Spezielles haben. Dass nicht alles immer auf beiden Plattformen ist. Vor allen Dingen, weil das auf Twitch so gut funktioniert, dieses Spiel. Nämlich mit euch zusammen. Say, you don't look all that busy now that we're safely on dry land. I could use someone to watch my back. And it looks like you could use someone to watch yours. Oh, Ben, wir würden dich gern dabei haben, aber leider unsere Gruppe ist recht komplett. I've just got a small errand to run. And then I'll be looking to get the hell out of here, while I've still got a neck to collar. How about we er fragt so nett, ey. Until we get out of this place. Das ist aber auch irgendwie fies. Du triffst zuerst Leute, die dir irgendwie gar nicht so gefallen, die so ein bisschen arrogant auch sind, wo du fragst, ja, komm, willst du mitkommen? Und dann fragst du Leute, wo du gerne sagst, jo, komm doch mit. Aber jetzt haben wir die Gruppe einmal. Ja, wir wollen hier unbedingt raus, ja. The usual way. Haphazard, terrifying and drenched in blood. Haven't quite worked out the details yet. But I'll wager it'll be no worse than what'll happen if we stay put. Wenn der ein Elf wäre. Ach Mist. Mist. Two heads. Ich hätte Ben gern dabei. And when push comes to shove, four fists are better than two, right? Ich will aber nach seinem Auftrag fragen. Everyone needs to make a living. I make mine running errands. Aber was für Aufträge? The little black cat trailing you hisses at him, hair raising a ridge along its back. Without batting an eyelid, the man rumbles a lupine growl. The cat hides behind your leg, mewling. Die Katze versteckt sich miauend. Ah, guck mal, die kleine schwarze Katze, die dir gefolgt ist, faucht ihn an. Und ihre Nackenhaare stellen sich auf. Ohne mit der Wimper zu zucken, lässt der Mann das Knurren eines Wolfes erklingen. Und er redet von sich als einsamer Wolf. Nicht, dass das ein Werwolf ist, der Ben? Ich meine, wir würden auch einen Werwolf in unserer Gruppe aufnehmen. Wir haben einen Untoten, der Toten das Gesicht abzieht. Wir haben eine Elfin, die uns killen will. Und eine, die, weiß ich nicht, sich selbst als Freudenhaus beschreibt, wo sie mal ab und zu halt besessen ist. Ist jetzt... er wäre in guter Gesellschaft. So, Herr Leitjan, jetzt noch 45 Minuten. Okay, ist schon so... Oh, ist schon halb sechs? Wo ist die fucking Zeit hin? Okay. Was machen wir mit ihm? Ich frage ihn direkt, wen er hier töten will. He shoots you a flinty look, all teeth and peril. Oh. Lone wolves only share such information with friends. Are we going to be friends? Ich will mit dir befreundet sein. He grins, sharp teeth glittering in the midday sun. Der ist ein Wolf. Der ist ein Werwolf. Ich nur 5, deshalb sage ich jetzt schon mal goodbye. Ich lasse aber laufen. Vielleicht spielen wir noch was anderes. Alles klar, Shadow Fox. Mach's gut.
und guten Hunger. Und ja, wenn wir uns dann gleich nicht mehr sehen, weil dann mache ich ja auch, komme ich ja jetzt auch schon langsam zum Ende, weil es dann Essen gibt und so weiter, dann sage ich schon mal ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Einschalten. So, bevor wir hit the road. It's best if we decide battle strategies. Ja, battle strategy, bla bla bla. Should keep more of our blood in. Finesse bräuchten wir, wenn wir, pass mal auf, wenn wir ihn gegen Fane eintauschen. Boah, sollen wir das machen? Ich finde Fane interessant als Charakter in unserer Gruppe. Was meint ihr, Fane für ihn raus? Ich weiß es nicht. Fane ist zurzeit unser Zauberer. Ich kann allerdings auch zaubern. Zumindest will ich meinen Charakter darauf skillen. Er ist ein Wildling. Was können Wildlinge denn? Boah. Wir können die, glaube ich, ein bisschen darauf programmieren, dass sie mehrere Sachen können. Wir bräuchten... Wir haben... Ah, scheiße. Wir haben Fernkämpfer. So viel ist sicher. Dann haben wir die Shurkin. Das ist auch sicher. Jo, trotzdem es mega ruhig war, war es heute echt schön. Fand ich auch. Danke fürs Einschalten. Man schreibt sich. Genau. Schotte, Schotte. Ach, es ist schwierig. Ich habe beim Schotten auch schon gesagt, nee, unsere Gruppe ist komplett. Und da dürfte ich jetzt Ben eigentlich nicht mit reinnehmen. Ja, aber Ben ist irgendwie als Charakter auch interessant. Das ist so fies. Shit. Na, ich bleib dabei. Ich habe mich für diese Gruppe entschieden und ich bleib dabei. So sehr ich Ben auch mag, aber ich bleib dabei. What good's an outlaw who can't command the shadows? I've dabbled enough to know I've an affinity. Als Kleriker wäre er da. Ja, okay. Oh, er könnte heilen. Oh, nö. Er kann heilen. Oh shit, oh meine Güte, er macht sich gerade total interessant. Einen Heiler könnten wir nämlich sehr gut gebrauchen, wisst ihr? Fane, dein Stand ist nicht gut. Shit. Ja, aber echt mal, du kannst Ben nicht mitnehmen und den Schotten zurück? Ja, kann ich schon. Vor allen Dingen, weil der Schotte nicht heilen kann. Ben kann aber heilen. Und ich fände es sehr gut, einen Heiler in der Gruppe zu haben. Oh ja. Ich trinke mal kurz einen Schluck und muss darüber nachdenken. Wahrscheinlich werden wir die Katzi dann verlieren. Wir brauchen einen Heiler in der Gruppe. Wir brauchen einen Heiler. Aber es ist ein schottiger Schotter. Ja, aber kein heilender Schotte. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. He scans the horizon for threats with one green eye, then nods back at you. Looks like you've got quite a busy little crew already. My instincts tell me to travel with a smaller pack. Fane, es war schön mit dir. Aber wir werden dir deine Zauberstäbe lassen, auch deine Kutte. Es fällt mir echt schwer, das Spiel ist fies, das Spiel ist fies. Es war schön mit dir, ja. Aber wie ich, ja, wir brauchen Heiler, Punkt aus. Das ist eine logische Entscheidung, tut mir leid, Fane, tut mir leid. Wir brauchen einen Heiler. Außerdem ist das ein arroganter Sack. Are you certain you want to dismiss your companion? Yes, I can imagine it might be somewhat difficult for you to forever be in my shadow. Ach, es wäre schwierig, ewig in meinem Schatten. Verpiss dich, Fane. Tschüss. Hallo, Ben. If Anne curls his lip in... So, ja. Seen all the magnificent sights of Forge, everyone needs to make a... Ja, ich mache mal eben durch. Hair raising a ridge along its back. Are we going to be friends? Ja. Das hatten wir schon. Ja, ja. Wie, Mann, wo? Hä, bist du jetzt ein Kleriker? Ja, ich hoffe, du bist jetzt ein Kleriker.
Na, warum ist er denn ein Soldat? Nee, Moment mal. Das wollte ich nicht. Wenn, dann will ich ein... Wenn... Dann will ich 17.24 Uhr. Das war vor 10 Minuten. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab doch... Okay, er könnte ja einen Soldat haben, aber... Wie sieht das denn aus? Tauschen kann er ganz gut. Okay, dann hätten wir wieder einen Händler. Nekromant. Kann er heilen? Das ist doch die Frage. Regeneration. Ja, er kann heilen. Berührung der Fäulnis. Er kann heilen. Gut. Das ist das Wichtigste. Okay. Dann möchte ich bitte, dass er recht intelligent ist, denn das erfordert das ja. Erfordert Hydrosoph. Und das müsste ich dann auch mal skillen. Wie sieht das aus mit ihm? Er könnte auch derjenige mit Verstand sein. Obwohl Losi auch schon. Er könnte das aber sein, ja. Hydrosoph erhöht den Wasserschaden sowie jede Heilung von Lebewesen. Ganz genau. Das muss er können. Ja, er ist unser Heiler. Und ansonsten... Ja, jetzt haben wir natürlich unseren Identifizierer verloren, ne? Das könnte sie aber noch ein bisschen übernehmen. Sibyl. Dafür könnte er unser Händler sein. Dann skillen wir ihn mal darauf. Okidoki. Jetzt ist die Gruppe aber final. Das lasse ich jetzt so. Ich werde aber mit ihm mal reden. Wie sieht das aus? Tired of the view in here yet. Was war das für ein Auftrag? Ifan shrugs off his backpack and reaches into its depths. After rummaging around, he holds out a tattered page to you, upon which you can see a broken wax seal in the shape of a wolf's paw. Das gebrochene Wachssiegel in Form eines Wolfsmauls auf einem Blatt Papier. Have a read of my contract and find out. Lest doch meinen Vertrag und findet es heraus. Okay, Ben Mizzet. Euer Ziel ist kein geringer als der göttliche Bischof Alexander. Anführer des göttlichen Ordens. Natürlich, wir sollen hier direkt den Anführer killen. Nähert euch und zeigt unserem Gönner, warum die Silberklaue die gefürchtetste unter den einsamen Wölfen ist. Unter den einsamen Wölfe. Um Hilfe für eure Mission zu erhalten, sucht Magister Boris im Ghetto auf. Nennt unsere Losung Gleko Duma, um euch erkennen zu geben. Möge der Mond... Uiuiui, wir sollen direkt den Anführer killen. So, time to find this Boris fellow. Nö, wenn's weiter nichts ist. Also... Ah, you've read my contract. What does that look in your eye mean? Ihm spöttisch sagen, dass es mit einem unmöglichen Auftrag zu tun hat. Eieieiei. Hinter der nächsten Ecke steht dann ein schottischer Heiler. Ihm sagen, dass das bedeutet, dass du keinen Mörder in deiner Gruppe haben willst. Alter. Jetzt haben wir uns natürlich jemanden in unsere Gruppe geholt. Wir sollten doch mal kurz beim Schotten vorbeigehen und gucken, ob der nicht auch ein Kleriker sein kann. Nur mal ganz kurz. Maybe. He sniffs the wind, gazing out across the dilapidated as if look. But maybe it's going to work out. I've got a contract, a man on the inside, and now you. Good to know. And likewise. Ich gehe noch mal ganz kurz bei dem Schotten vorbei. Ganz schnell und der ist ja hier direkt um die Ecke. Ne, der war doch... Wo war der? Ne, hier vorne war der nicht. Stopp. Halt. Hier geblieben. Come on, old man. I can't wait all day. Wo war der noch? Wo war der denn noch? Aha. Irgendwo hier. Was? Ach so. So geht das nicht. Der war hier. Den kann er nicht anders als ihn mitzunehmen. Ja. Wenn es geht mit dem Kleriker, weil ich will diesen Mordauftrag. Ich weiß, ich bin da recht wählerisch jetzt.
Aber, das ist doch schon sehr krass. Guten Tag, werter Herr. Let's team up, you and me. How do, partner? Right now. Aye. He drags a coat. Ach so. Habe ich mich schon entschieden, was er ist? How do, right now the aye. He drags a. Was bist denn du jetzt? Er ist Geomant. Und das bedeutet er irgendwas mit Erdangriff. Er hat nichts auf Heilen. Ja, dann wohl nicht. Aber wir haben ihm immerhin noch eine Chance gegeben. Also ganz. Ja. Gut, jetzt wo wir sagen, unsere Gruppe, ich weiß nicht, vielleicht tauschen wir ihn doch nochmal gegen Fane zurück, der ist ja nicht aus der... Ihr Lieben auf YouTube, ich weiß es nicht, also auch ihr Lieben im Stream, ich weiß es nicht. Ich würde an dieser Stelle gerne einen Cut machen. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um aufzuhören. Wir haben hier unsere ersten Füße gefasst in der Welt von Divinity, in der Freudenfestung. Wir wissen immer noch nicht, was es mit dieser Katze auf sich hat. Wir sind aber schon eine schöne Vier-Mann-Truppe, finde ich. Ein Heiler ist wichtig. Deshalb hat das Spiel es bestimmt auch so fies gemacht. Der einzige Heiler will direkt den Obermucki hier töten. Und jetzt so nach 5 Stunden, fast 5:16, möchte ich hier dann auch mal zum Ende kommen. Und ihr Lieben auf YouTube, euch danke ich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Es ist hier gerade etwas laut. Warte mal. So. Oh, guck mal, Solus. Pass doch auf, ich habe gar nichts gemacht. Nur weil ich dich Solus genannt habe. Und jetzt mit unserem Vierergrüppchen und der Katze sage ich nochmal danke fürs Einschalten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht es gut, euer Leitjan.